Hallo Leute, ich bin der Mann der Banane hier und also herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Gangsters Paradise von Leslie für euch. Ja, hier handelt es sich um einen 50-Schuss-Fächerverbund mit einer NAM von ungefähr 944 Gramm. Die Brenndauer ist mit 40 Sekunden angegeben und die Steighöhe mit ungefähr 25 Meter. So sieht das Ganze aus. Zwei Cakes, die hintereinander verbunden sind, auf einer recht dicken Spanplatte bereits verklebt. Einen sehr soliden Eindruck. Ja, wir werden sie erstmal zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dann wünsche ich euch viel Spaß. Kommen wir zum Fazit. Ja, also die Gangsters Paradise war wirklich ein sehr schöner Goldfächerverbund. Ja, gerade dieses Doppelgold hat mir sehr gut gefallen. Die Blinker, beziehungsweise in der ersten Batterie die Weißblinker, in der zweiten die Rotblinker, haben sehr dazu gepasst. Ja, der Abschuss war wirklich verdammt wuchtig. Der Zerleger war mehr als ordentlich. Ausbreitung war top. Also für umgerechnet 32 Euro pro Batterie, also es sind ja zwei Batterien in dem Verbund, finde ich den Preis durchaus angemessen. Man muss schauen, für wie viel Geld man den Verbund bekommt. Also für 65 Euro würde ich auf jeden Fall noch sagen, ist ein angemessener Preis. Drüber wäre es mir allerdings auch zu teuer. Also bis 65 Euro auf jeden Fall noch Kaufempfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.